So, willkommen zurück. Es geht weiter. Und immer noch auf Basra. Die VSS Vincerus ging ja jetzt letzte Runde richtig ab. Und ich hoffe, das geht jetzt weiter so. Und letzte Aufnahme. Ich meine, das ist sie ja noch. Also ich meine, letzte Runde so. Ich kam da irgendwie nicht auf den Namen. Flucht. Haben wir ja auch gewonnen. Und ich bin guter Dinge, dass wir es wieder schaffen. Auch wenn es demnach jetzt gerade nicht aussieht. Juhu. Scheiße. Ach, der mit der Ska-L. Also, das ist eigentlich auch eine ganz nice Waffe. Nice Waffe, kann man das so sagen? Bisschen Deutsch-Englisch gemischt, aber egal. Wo kommt denn das her? Von dem Typen da. Oh, scheiße, ich habe die bei uns hingelegt. Ja, das finde ich auch immer irgendwie so nervig. Da steht man gerade so ein bisschen, da wirft man dagegen rum. Egal. Let it go. Aber diese Waffe macht echt Fun. Und nächste Aufnahme, denke ich mal. Mit dem Sniper werde ich dann euch die 93R vorstellen. Und dann hoffe ich, dass sie euch auch gefallen wird. Also, ja, ich kann euch auch mal ein bisschen schon davon erzählen. Ja, die ist eigentlich ziemlich gut. Wie viel Schuss hat die Nummer 21 im Magazin? Und ja, 84 als Reserve. Ist ganz in Ordnung. Und nur würde ich die nicht auf der Range empfehlen. Da die dann nur ein Schuss von, also das, die gibt drei Salven ab. Also drei Schuss. Und ja, hoppla, gibt drei Schuss ab und davon trifft ja dann nur eine Kugel in der Ferne und das würde ich damit nicht machen. Also im Nahkampf ist sie eigentlich unschlagbar und ja, ja, wie soll ich das sagen, so, jetzt komme ich auf den scheiß Namen jetzt. Sagen wir mal bis zur Mitte, also mittlere Distanz, so, das wollte ich sagen, genau. Da ist sie noch gut, aber ansonsten will ich sie nicht mehr nehmen. Und wo kam das her? Ach, Q, Q, B, Q, B, so dann. Ja, die ist eigentlich auch ganz gut. Die wollte ich mir eigentlich auch mal holen. Also, aber erst wenn ich die freigeschaltet habe. Habe ich mir nämlich jetzt schon genug geholt, die ich noch nicht eigentlich haben hätte können. Aber jo. Ja, das laufen ja nur Leute mit MG36 rum, habe ich ja schon erzählt. Also die ist sowas von overused und die ist eigentlich wie die so overused wie die AEK. Ist auch furchtbar. Aber derweil geht das eigentlich wieder. Aber das ist echt einfach nervig. Hoppla. Aua. Mein Knie tut weh. All enemies hex. Echt, warum? Also zumindest habe ich jetzt noch keinen entdeckt. So, wir sind am Verlieren. Supi. Noch zwei Leben. Wir legen uns mal hier auf die Lauer, heilen uns mit der Feldbandage. Ziehen wir hin und warten. Zumindest bis wir ein bisschen mehr Leben haben. Und da kommt auch schon der nächste.
Und da ist noch einer. Ja, komm. Da kommt einer. Oder auch nicht, komm schon, ist mir auch egal jetzt. Oh, da ist ein Sniper. Mann, den wollte ich eigentlich knifen. So, hier zeige ich euch den mal. Super, wie schnell geht das. Jetzt auf der Ferne. Kacke, jetzt dreht er sich um und er schießt mich. Oder auch nicht. Ja, da geht die... Oh, kacke. Da geht die echt ab. Und ja. Also da muss ich echt sagen, eine Kaufempfehlung. Aber 35 Euro finde ich dennoch viel zu viel, dass man die erst ab da bekommt. Also als Geschenk. Fände ich besser, wenn die das schon ab 17 Euro, wie ist ja jetzt in Nosferatu. Ja. Da müssen die das echt machen. Nun denn. Wir sind immer noch am Verlieren. Und wir müssen echt jetzt mal B erobern. Da werfen wir mal Motion Sensor. Let's go. Was machen die? Zwei Turteltäubchen. Oh oh, Sniper. Mann. Klaut ihn mir nicht. Juhu. Na komm, komm. Oh, verdammt, ey. Kann ich ja extra noch mal hinlaufen. Das war knapp. War da einer? Okay, hier. Ey, wo sind die alle hin? Sind die alle tot? Ja. M82A3. Das ist auch mal. Was anderes mal hier auf so einer Karte, das ist echt. Ja. Gut, das war's auch. Mal gucken, wie die KD aussieht. Diesmal war die nicht so gut. Kürze nach, aber wieder zweiter. Gut, das war mal unser erster Auftritt mit der VSS, beziehungsweise jetzt zweiter. War ja die zweite Folge. Ja. Da hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ihr lasst einen Kommentar da, Bewertungen und ja, sagt auch mal Vorschläge, mit welchen ich mal spielen soll. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.